Deutschland hat ein neues Asylbewerberproblem. So beschrieb es die Zeitung Die Welt am Montag. Leider haben sich viele Deutsche mit diesen inländerfeindlichen Übergriffen hier in Deutschland abgefunden. Leider sind viele Deutsche nicht willens oder fühlen sich nicht in der Lage, sich gegen diese unhaltbaren Zustände zur Wehr zu setzen. Was wäre die logische Konsequenz aus dieser Situation? Logisch und natürlich wäre es, wenn die Gemeinden, die Landkreise und natürlich auch das Land Mecklenburg-Vorpommern endlich an die Bundesregierung ein Signal entsenden würden und der Bundesregierung mitteilen würden, dass es reicht, dass Schluss sein muss mit der Überfremdung unserer Heimat. Willkommenskultur. Was ist ein Propagandabegriff? Offenbar geistes- oder wenigstens wahrnehmungsgestört, wenn es schon sein muss. Ich meine, wenn vor 30, 40 Jahren irgendwelche drogenbeeinflussten wirklich noch romantisch von Rückkultur schwärmten, dann mag man ihnen das heute verzeihen. Wir irrten sich. Aber am Jetzt, hier und heute kann man sich die Aufrufe ansehen. Fahren Sie nach Berlin, fahren Sie nach Nordrhein-Westfalen, in eine beliebige westdeutsche Großstadt und sehen Sie sich dort um. Reden Sie mit den wenigen Eingeborenen, wie Sie mit auch in Bad Doberan werden immer wieder und immer mehr Asylanten, Asylbetrüger und Asylschlauer untergebracht. Und dort, wo künftig keine Deutschen mehr wohnen oder aufgrund der miserablen Zustände im Land nicht mehr wohnen können, sondern Fremde den Platz füllen. Das ist die Politik eurer Politiker, die auch euch verraten. Mensch, Junge, da hinten, hört dir nie jemand zu, musst du so rumdröhnen? Setzen Sie sich zur Wehr gegen eine Politik, die nicht mehr das Wohl des deutschen Volkes im Blickpunkt hat, die nicht mehr den Bedürfnissen des Volkes entgegenkommt, sondern einzig und allein rein wirtschaftspolitische Interessen verfolgt. Die NPD ist stets an Ihrer Seite, wenn es heißt, Unrecht entgegenzutreten und für soziale Gerechtigkeit einzutreten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, schönen guten Tag. Sie haben ja heute hier die Kundgebung der NPD hier in Bad Doberan erleben können. Welche eigenen Empfindungen haben Sie denn, was die Politik auf Bundes- und Länderebene betrifft, die sich speziell um Ihre Sorgen kümmern? Ich finde das nicht in Ordnung, dass die Jugendlichen hier zwischenquatschen, weil die haben ja keine Ahnung von diesem ganzen Leben. So wie wir 20 Jahre beschissen wurden hier, verstehe ich nicht. Weil die Jugendlichen keine Ahnung von haben, von diesem Leben heutzutage. Arbeit kriegen sie nicht, wollen sie nicht, zur Schule lassen sich nicht ausbilden. Die NPD hat sich heute hier stark gemacht, zum einen gegen die schleichende Überfremdung in unserer Heimat, die ja in vielen westdeutschen Ballungsgebieten schon Normalität ist, als auch für eine wesentlich bessere Stärkung der Familien, der Rentner und auch der Arbeitnehmer. Was haben Sie da selbst für ein Gefühl erhalten, als Sie heute die Ansprachen gehört haben? Ich finde das in Ordnung, so wie eure Aussagen. Eure Aussagen sind total korrekt. Dann danke ich Ihnen für Ihre kurzen Worte.